Viele Menschen haben in der heutigen Zeit ein Problem, ihre Gefühle zuzulassen oder überhaupt sich zuzulassen oder loszulassen. Dinge einfach so zu belassen, wie sie gerade sind. Immer wieder wird manipuliert, immer wieder wird verändert, immer wieder wird versucht, einen Prozess schnell zu Ende zu bringen. Gefühle zuzulassen bedeutet für mich zum Beispiel, dass wir uns erlauben zu lachen, zu weinen, auch mal laut zu sein. Viele Leute haben ein Riesenproblem damit, einfach auch mal laut zu sein. Ich erlebe hier immer wieder, dass Menschen, die anfangen zu weinen, sagen, oh Entschuldigung, jetzt muss ich auch noch weinen. Das ist für mich das Gleiche, als würde man sagen, oh Entschuldigung, ich muss jetzt mal lachen, ich gehe aus dem Raum. Oder oh, ich habe Angst, das ist mir aber super unangenehm, das darf ja keiner wissen. Das ist schade, weil ich habe zum Beispiel in meiner Burnout-Zeit gemerkt, dass wenn man seine Ängste zulässt, dass man dann viel besser damit umgehen lernt. Ich stand im Supermarkt in der Schlange und hatte auf einmal so einen Anflug von einer Panikattacke. Und es war mir so unwohl. Und ich wäre am liebsten eigentlich so schnell wie möglich rausgegangen und habe in der Situation aber noch jemanden vorgelassen. Und hatte aber nur zwei Teile auf dem Arm, weil ich das immer wieder auch geübt habe. Und da hat die Person zu mir gesagt, ja, aber Sie haben nur zwei Teile, warum lassen Sie mich denn vor? Und dann habe ich gesagt, weil ich übe. Wie, was üben Sie denn? Ja, ich habe zwischendurch Panikattacken. Ich übe hier in der Schlange zu stehen, weil es mir eigentlich zu eng ist. Und in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe und in dem Moment, wo ich mit dem Menschen darüber gesprochen habe, dann war es schon gar nicht mehr so schlimm. Übrigens hatte uns noch jemand zugehört in der Schlange und diese Person meinte dann, ich kenne das, ich habe das auch schon mal gehabt, das ist ja super interessant. Und ich hatte plötzlich ein Gefühl von Freiheit und das ist für mich loslassen, wenn ich einfach sagen kann, ja, ich bin so, wie ich bin. Und so trete ich nicht nur Menschen gegenüber, ich trete mir selber so gegenüber und sage ganz klar, ja, ich bin ein lustiger Mensch, ich bin ein ängstlicher Mensch, ich bin schon mal traurig, ich bin schon mal wütend, ich bin albern. Ich bin so, wie ich bin, nehme ich einfach so an und wenn ich so authentisch mit mir bin und mit meinen Gefühlen bin, dann bin ich es beispielsweise auch mit meinem Hund. Und mein Hund erkennt mich als solches. Und nicht als irgendjemand aus dem Setzkasten, sondern einfach der Mensch, der ich bin. Und wenn ich dabei bleibe, dann bin ich schon auf einem sehr guten Weg.